Willkommen nach Deutschland. Im Bundestag ist heute etwas Bemerkenswertes passiert. Denn es kommt nicht gerade häufig vor, dass das Parlament zusammenkommt, um das Urteil eines Landgerichts zu diskutieren und dann zu beschließen, wir machen einfach ein neues Gesetz und umgehen damit die möglichen Konsequenzen dieses Urteils. Das Kölner Landgericht hatte kürzlich die bei Juden und Muslimen übliche Beschneidung von minderjährigen Jungen als Körperverletzung gewertet und damit einen derartigen Proteststurm ausgelöst, dass das Parlament nun heute entschied, die religiöse Beschneidung soll straffrei bleiben. Es geht um die Frage, was schützenswerter ist, die religiöse Freiheit oder die körperliche Unversehrtheit. Jürgen Kreller berichtet. Frühstück heute Morgen in Hamburg. Der 6-jährige Mohammed Onur hilft mit. Er ist vor 2 Wochen beschnitten worden. Für die türkischstämmige Familie Öztürk war das immer klar, weil es im Islam so üblich ist. Ich gehöre zu dieser Religion. Ich bin Gläubiger und ich lasse mich beschneiden, weil das dementsprechend auch empfohlen wird. Für fast alle Muslime gehört die Beschneidung zu ihrem Glauben. Sie steht zwar nicht im Koran, ist aber Teil der muslimischen Tradition. Oft sind die Jungen schon einige Jahre alt. Juden dagegen sollen ihre Söhne am 8. Tag beschneiden, so steht es in der Tora im Buch Genesis. Vor 2 Wochen. Mohammed Onur wird wie ein Prinz gekleidet zum Arzt gebracht. Der Tag der Beschneidung. Hast du Angst vor einer Beschneidung? Nein. Nein, siehst du bist doch ein Mann, ne? Der Eingriff mit lokaler Betäubung dauert ungefähr 45 Minuten, dann ist es vorbei. Auch der Arzt Sebastian Ischik hat hier in seinem Hamburger Operationssaal schon viele Jungen beschnitten. Er meint, dass sie dabei so gut wie keine Schmerzen haben. Nur die Spritze. Wenn ich lokale Anästhesie mache, das tut weh. Sonst nicht, wirklich nicht. Sieht er ganz anders. Matthias Franz ist Arzt und Psychoanalytiker und ein Kritiker von religiösen Beschneidungen. Für viele Jungen sei eine Beschneidung ein traumatisierender Eingriff mit schwerwiegenden Folgen. Im Alter von etwa 4 bis 6 Jahren festigt sich die sexuelle Identität des kleinen Jungen. Eine Beschneidung genau in dieser Phase trifft auf die sowieso schon vorhandenen Kastrationsängste und verstärken diese bei dem Jungen. Die Kinder wissen in diesem Alter noch gar nicht so richtig, was die Erwachsenen da mit ihnen machen. Sebastian Ischik hat religiöse Beschneidungen in seiner Praxis erstmal gestoppt. Nach dem Kölner Urteil will er sich nicht strafbar machen. Ischik hofft nun, dass der Gesetzgeber den Eingriff in Zukunft erlaubt. Sonst werden die Beschneidungen in den Keller oder in die Küche durchgeführt. Oder die Patienten wandern nach Afrika oder in die Türkei oder in andere Länder. Man weiß auch nicht, wie sie da machen. Ich habe schreckliche Sachen gehört. Auch Iskender Öztürk hofft, dass Beschneidungen in Deutschland künftig nicht bestraft werden. Mein Wunsch wäre ein Deutschland, in dem man nicht mehr als Gastarbeiter angesehen wird, sondern als ein Teil von der Gesellschaft. Und wenn man so weit ist, dann ist das schon ein ganz großer Sprung. Und mit Beschneidung und mit den religiösen Ganzen, dass man uns so akzeptiert, wie wir sind. Die Wunde bei Mohammed Onur ist inzwischen verheilt. Schmerzen, sagt er, hat er keine. Beschneidung, die Bundestagsentscheidung von heute und die Religionsfreiheit. Ein Kommentar von Sonja Mikic vom Westdeutschen Rundfunk. Ein kleiner Schnitt für Gott, eine große Kontroverse. Um die schleunigst zu dämmen, schickt der Bundestag ein Signal an Juden und Muslime, es darf weiter beschnitten werden, aber demnächst geregelt. Das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit wird der Religionsfreiheit, den Elternrechten untergeordnet. Kindeswohl, gewogen und für leicht befunden, auch wenn es auf dem Papier anders klingt. Ja, ich möchte, dass die verschiedenen Kulturen und Religionen respektvoll miteinander leben und nein, Verbote bringen nichts. Dennoch die Frage, wer hat eigentlich die Deutungsmacht bei Diskussionen um Religion? Dürfen nur Gläubige Glaubensdinge definieren? Ich wechsle einmal die Perspektive. Ich habe eine innige Beziehung zur Freiheit. Sie ist mir genauso kostbar wie anderen die innige Beziehung zu Gott, Jehova, Allah. Religiöse Tradition und Symbolik sind für mich kein Gut an und für sich. Alles, das nicht hinterfragbar, nicht veränderbar ist, macht mich mundtot, erinnert mich an Ideologie. Wie definiere ich Religionsfreiheit? Als Möglichkeit,
sich für eine Glaubensrichtung zu entscheiden oder eben nicht, Rituale zu pflegen oder eben nicht, Werten zu folgen oder eben nicht. Diese Entscheidungsfreiheit können Säuglinge oder kleine Jungen nicht wahrnehmen. Und auch nicht Eltern oder Stellvertreter in ihrem Namen. So einfach ist es. Glauben bewährt sich am mündigen Menschen. Und dem wünsche ich gutes Abwägen eines Rituals aus grauer Geschichte.